Und in meinem letzten Video habe ich noch gesagt zum Thema Spritzen auf Gemüse, dass ich gesundes Gemüse im Garten haben will. Und da habe ich noch gesagt, natürlich das, was von oben kommt, das wissen wir nicht. Und da können wir nichts dran machen. Jetzt haben wir es. Tja. Hallo, heute ein außergewöhnliches Video von mir. Ich bin regelrecht schockiert. Ich melde mich hier aus Leverkusen, bin auch im Moment emotional sehr bewegt. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, wir hatten heute eine große Explosion hier bei uns im Schempark in Leverkusen. Und Menschen sind zu Tode gekommen, bis jetzt, wie gesagt, wie ich gehört habe, einen Toten, viele Schwerverletzte. In den Intensivstationen, Gott sei Dank, ist mittlerweile unser Klinikum insoweit wieder einsatzbereit. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, man ist völlig fertig. Wir dürfen also die Häuser nicht verlassen. Wir haben Fenster und Türen geschlossen. Wir dürfen nichts mehr aus den Gärten essen. Aber da ist natürlich noch das geringere Problem. Das ist jetzt eine Sache, die mich halt persönlich betrifft. Ich mit meinem Garten, mit meinen Tomaten. Das tut mir natürlich auch noch zusätzlich weh. Aber man fragt sich, was ist in der Welt los? Erst dieses Hochwasser. Ich fand das toll, dass da so viele Spenden zusammengekommen sind. Aber man hat im Moment das Gefühl, die ganze Welt steht Kopf. Corona, das Hochwasser. Jetzt explodiert hier der Schempark. Ich habe also heute Morgen hier gesessen, an meinem Rechner, am Computer im Wohnzimmer. Und auf einmal gab es einen Mega-Knall. Hier die Fenster vibrierten, das Rollo klapperte. Und ich habe dann meinen Mann gefragt, ist was passiert, was war das? Und dann haben wir aus dem Küchenfenster geschaut und dann konnten wir eine kohlrabenschwarze Wolke aufgehen sehen. Und ich bin in Leverkusen geboren, also, boah, da wurde mir erstmal schlecht. Aber wir hatten heute einen wichtigen Termin. Mein Vater ist schon sehr alt, der ist Mitte 80 und wir hatten heute einen Arzttermin, der sich leider nicht verschieben ließ, der wirklich wichtig war, weil er massive Zahnschmerzen hatte. Den haben wir dann natürlich auch wahrgenommen. Aber wir wussten ja nicht, welches Ausmaß das war. Wir sind also einige Minuten nach diesem Knall aus dem Haus gegangen. Ich habe dann unterwegs mit dem Handy, habe ich mal Fotos gemacht in den Himmel von unserer, ich sage mal, Stadtautobahn aus. Die blende ich euch gleich auch mal ein, die Bilder. Und haben dann meinen Vater abgeholt und sind dann in einen anderen Stadtteil gefahren, wie gesagt, zum Zahnarzt. Und dann merkte man schon, kam schon ein ganz, ganz komischer Geruch. Und wir haben natürlich dann auch die Fenster geschlossen gehalten vom Auto, naja. Irgendwann waren wir dann wieder zu Hause und es gingen auch die Sirenen und mein Vater wohnt zentral in Leverkusen, in der City. Und das heißt also, ich saß dann da, ich konnte dann auch im Grunde nicht mehr aus dieser Wohnung raus. Ich war natürlich froh, bei meinem Vater zu sein, aber mein Mann, der war mittlerweile bei uns zu Hause, mein Sohn war auch unterwegs, also da geht einem schon ganz schön das Puppern. Gott sei Dank hatte ich mir auch diese Nina-App installiert, die kannte ich jetzt durch die Hochwasserkatastrophe und da hatte ich mir die installiert, die warnt auch heute den ganzen Tag, also das ging gut, vorhin gingen nochmal die Sirenen, also Garten, wir können jetzt damit rechnen, dass Ruß runterkommt, dann sollen wir direkt melden, alles aus dem Garten sollte man nicht mehr essen, ja, das war's dann, aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres wie meinen Garten, also jetzt wurde angekündigt, diese Giftwolke, man weiß bis heute nicht oder bis jetzt nicht, was da jetzt all drin ist. Die zieht wohl weiter Richtung Bergisches Land. Ich wünsche allen alles Gute, aber macht eine verdammte Scheißangst. Und wie gesagt, ich bin hier geboren, immer mit dem Chemie, als Chemiestadt, war für mich normal. Aber jetzt langsam, boah, mir schnürt den Hals zu. Jetzt langsam ist echt genug. Ich traue mich nicht, meine Hunde rauszulassen. Man kann einfach nicht rausgehen. Unser Sohn ist jetzt mittlerweile auch hier, den möchte ich am liebsten gar nicht nach Hause lassen, also ist schon heftig. Wie gesagt, ich drücke euch allen die Daumen, hoffentlich zieht dann an euch vorbei. Ich hoffe hier für Leverkusen, dass wir nicht zu stark betroffen werden, auch die umliegenden Gebiete, denn das verbreitet sich auch in der Luft. Leute, esst nichts aus eurem Garten, wenn ihr hier bei uns in dem Gebiet seid oder auch Richtung Ruhrgebiet wurde jetzt auch schon gewarnt. Lastet lieber, müsst man darauf verzichten, ist es halt so. Ich wünsche euch alles Gute
Und mein Mitgefühl für alle Leute, die heute jemanden verloren haben oder die schwer verletzt worden sind. Ich sage bis bald, aber spätestens im nächsten Jahr würde es in meinem Garten weitergehen. Vielleicht, wenn ich das jetzt alles rausnehmen muss, pflanze ich dann noch was an für den Winter, wenn das möglich ist. Man muss jetzt halt alles mal abwarten. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.